Hallo meine Lieben, wir sind's mal wieder, Adriana und Knut, mit einem neuen Ioniq-Video. Und heute soll es gehen um den Ioniq Facelift. Auch ich möchte unbedingt meinen Senf dazu geben, weil ich ihn gar nicht für so schlecht halte, wie alle sagen. Ja, wir sind jetzt im Ioniq und ich möchte heute auch mal einen Appell an euch richten. Und zwar geht es mir einfach darum, jetzt wird so viel geschrieben über das Ioniq Facelift und wie schrecklich das alles ist, dass der so langsam lädt und dass der auf Langstrecke nicht zu gebrauchen wäre und so weiter. Ich habe also schon jede Menge böse Kommentare gehört. Aber ich glaube da noch gar nicht dran. Und bei diesem Zusammenhang muss man sich einfach auch mal vergegenwärtigen, was wollen wir Elektroautofahrer eigentlich? Ne? Wir möchten irgendwie der Umwelt was Gutes tun und so wenig Ressourcen wie möglich verbrauchen. Das darf man ja nicht vergessen. Das heißt irgendwie, der Öko-Rucksack von so einem Auto soll möglichst gering sein. Wie erreicht man das? Natürlich gibt es jetzt endlich zum ersten Mal in der Geschichte des Automobils die Möglichkeit, dass der Verbraucher direkt Einfluss nehmen kann auf den CO2-Rucksack, auf den Öko-Rucksack, indem er die für ihn richtige Batteriegröße wählt. Das bedeutet irgendwie kleine Batterie, kleiner CO2-Rucksack, wenig Schadstoffe bzw. wenig seltene Erden und seltene Elemente, die dafür abgebaut werden müssen. Und da gibt es eben die Möglichkeit, ja, als Verbraucher direkt Einfluss zu nehmen. Und das finde ich einfach wahnsinnig wichtig. Das bedeutet wiederum, ich finde nicht, dass man per se immer nach einem großen Akku schielen muss, sondern dass man sich genau sein Fahrprofil anschaut. Was brauche ich an Reichweite? Was brauche ich an Nachladegeschwindigkeit und so weiter? Um genau letztendlich festzustellen, was für eine Akkugröße brauche ich? Denn wenn das Gesamtziel heißen soll, ich möchte Ressourcen sparen, ich möchte nicht so viel CO2-Rucksack mit mir rumschleppen und so weiter, wie verhalte ich mich dann? Und da ist Tesla nicht immer die allerbeste Wahl, weil obwohl wenig Kobalt im Tesla-Akku ist, wenn ich einen 100 Kilowattstunden Akku habe, habe ich immer noch verdammt viel Kobalt dabei. Also, was kann ich machen? Ich habe mich damals ganz bewusst für den Ioniq entschieden, weil der Preis-Leistung unheimlich gut ist, weil ich sehr, sehr zufrieden bin. Ich habe den ja jetzt 2,5 Jahre und schon diverse Videos darüber gemacht und mir natürlich auch so meine Gedanken gemacht. Und ich habe festgestellt, mit dem normalen 28er Ioniq ist mein Fahrprofil top abgedeckt, alles wunderbar. Einzig, wenn ich ein paar Mal im Jahr fahre ich nach Mecklenburg-Vorpommern, das sind so 604 Kilometer von hier aus, von Nordrhein-Westfalen, da ist es natürlich schon ein bisschen mühsam, aber wenn man jetzt 2 Stunden mehr rechnet, sage ich jetzt mal, dann kommt man da auch an und es kostet natürlich zurzeit ungefähr ein Drittel vom Benzinerpreis. Insofern komme ich mit dem 28er klar. Jetzt gibt es den neuen Ioniq Facelift und der hat erstens einen größeren Akku und ja, der wird ja jetzt ziemlich zerrissen, weil der nicht so schnell laden kann. Aber keiner von den Elektromobilisten, die jetzt irgendwie sich über das Auto aufregen, kennt bis jetzt die Ladekurve vom Ioniq FL, so nenne ich den jetzt mal, ne, der Facelift. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Ja, was bietet der neue? Also, da ist zunächst mal, der hat eine etwas andere Schnauze. Mir gefällt die neue Schnauze viel besser. Hat ein völlig überarbeitetes Interieur. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Viel weniger Knöpfe. Da habe ich jetzt auch schon öfters gelesen, ach ja und so, keine Haptik mehr und so. Ich kann aber nicht auf der einen Seite sagen, alles was Tesla macht, ist ganz, ganz toll. Und sobald sich Hyundai mal daran wagt, das ein bisschen glatter zu machen, mehr Touchknöpfe zu machen, Knöpfe wegzulassen und so weiter, dann ist wieder alles ganz furchtbar. Das ist irgendwie für mich Messen mit zweierlei Maß. Das finde ich jetzt auch nicht so richtig glücklich, ehrlich gesagt. Da hat Hyundai jetzt doch mal ein bisschen was gewagt und geht mehr so ein bisschen in dieses Tesla-Design glatt
großer Bildschirm, viele Touchknöpfe und bei Tesla ist das alles ganz toll und jetzt habe ich aber bei ganz vielen schon gelesen, bei Hyundai ist das alles ganz, ganz blöd. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Also das auch als leichten Kritikpunkt an die Nörgler dieser Welt. Ne? Also verschlimmbessert finde ich überhaupt nicht bei dem Auto. Ich finde den super von innen. Aber das ist natürlich letztendlich auch Geschmackssache. Aber größerer Screen ist gut. Access Point ist gut. Es gibt jetzt eine App, wo man überall den Ladestand kontrollieren kann. Also viele gute Sachen. Over-the-air Updates wird es wahrscheinlich nicht geben. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber da ist Hyundai auch auf einem sehr guten Weg. Das heißt, es gibt also auch viele Vorteile, unabhängig von der berühmten Ladegeschwindigkeit und von der berühmten Akkukapazität bzw. Reichweite. Sicherlich gehört auch dazu, komplett LED-Scheinwerfer jetzt, hat also auch das Fernlicht, habe ich gelesen, ist jetzt auch LED. Dann glaube ich hier die ganzen kleinen Sachen sind auch jetzt alle LED, das heißt also ein gutes energiesparendes Licht, wahrscheinlich sehr langlebig, insofern macht es auch Sinn. Was jetzt softwaremäßig noch so an Verbesserungen zu erwarten ist, weiß ich nicht genau, da lasse ich mich mal überraschen. Aber da kann ich mir schon vorstellen, dass die da schon am Zahn der Zeit sind. Ja, die Rückleuchten sind auch etwas verändert, aber für mich persönlich alles zum Positiven. Also ich finde es gut, mir gefällt der neue FL sehr, sehr gut. Vom Äußeren auch. Die Felgen sind alle viel schöner als die alten, finde ich übrigens auch. Obwohl ich da wahrscheinlich wieder, wenn ich mir den bestellen sollte, andere drauf machen werde. Wahrscheinlich 17 Zöller, dann doch ein bisschen größer. Ich mag das einfach vom Design her. Ja, was gibt's noch so zu sagen? Lass mich mal schnell auf meinen schlauen Handyzettel gucken. Mit der Reichweite für lange Strecken, dass du doch was ausgerechnet hast. Genau. Ja, jetzt möchte ich euch ein bisschen was erzählen über meine eigenen Rechnungen zum Facelift in Sachen Reichweite. Ich glaube nämlich gar nicht, dass es so schlimm ist, wie alle schreiben. Das liegt an der zuvor erwähnten Ladekurve. Nämlich, jetzt haben ja viele geschrieben, ach ja, laut Hersteller braucht der Wagen 54 Minuten am Schnelllader, bis der auf 80% ist. Und das wäre eine durchschnittliche Ladegeschwindigkeit von, ich weiß jetzt nicht ganz genau, um die 34 kW. Und das ist ja Katastrophe, weil der andere hatte ja doppelt so viel. Das muss man aber ein bisschen differenzierter betrachten. Ich habe jetzt mal folgende Rechnung aufgemacht. Und zwar kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Auto, ich habe auch mal mit dem Jürgen Sangel kurz gesprochen, durchaus in der Lage ist, vielleicht 50 bis 55 kW bis 50% zu laden. Sollte das der Fall sein, dann sieht das ganz, ganz anders aus. Dazu habe ich folgende kleine Rechnung gemacht. Muss ich jetzt tatsächlich so ein bisschen mit Taschenrechner und im Kopf machen. Egal. Also ich habe ausgerechnet, sagen wir mal, zwei Ioniqs, das alte und das neue Modell, fahren zur gleichen Zeit los. Beide sind vollgeladen und wir wollen die Fahrten vergleichen. Ich fahre meistens so ungefähr 120 auf der Autobahn. Das bedeutet, ich schicke beide Autos mit 120, ich schicke ein Auto mit 120 los. Das fährt 180 Kilometer weit zum ersten Ladepunkt. Dann ist der alte Ioniq leer. Der neue Ioniq kann aufgrund der größeren Batterie 140 fahren. Das bedeutet, der alte Ioniq kommt genau nach 90 Minuten an am ersten Ladepunkt. Der neue Ioniq kommt aber nach 77 Minuten am ersten Ladepunkt an, weil der ja mit 140 fährt. Das heißt, der neue Ioniq ist 13 Minuten eher da als der alte. Wenn, und das steht eben in den Sternen, wenn der neue Ioniq jetzt 55 Kilowattstunden laden kann, dann würde der 26 Minuten brauchen, um genauso viel zu laden wie der alte Ioniq in 23 Minuten am HPC-Lader. Also, beide stehen am HPC-Lader. Der alte Ioniq würde gewissermaßen 13 Minuten später 22,6 Kilowattstunden reinladen, weil das ist die schnellste Möglichkeit, 0-80% zu laden. Und der neue Ioniq würde die gleiche Kilowattstundenanzahl laden, das wären auch 22,6 kW und würde dafür 26 Minuten brauchen, weil er die ersten 50%
mit 55 kW laden kann. Also das nehme ich jetzt an. Wenn er ab 50% auf ungefähr, naja, 35, 30 Kilowattstunden runtergehen würde, dann ist er, habe ich ausgerechnet, bei 26 Minuten Ladezeit. Das bedeutet, der Ioniq Facelift steht zwar, Moment, lass mich nicht lügen, 3 Minuten länger am Lader, aber ist ja 13 Minuten eher angekommen. Das heißt, vom ersten Lader ab nach 180 Kilometern hat der Ioniq Facelift 10 Minuten Vorsprung. Beim nächsten Lader genau das gleiche. Jetzt fahren beide mit gleicher Geschwindigkeit weiter, um die Vergleichbarkeit zu halten. Effizienz wird hoffentlich genau die gleiche sein. Nehme ich jetzt einfach mal an, auch wenn der Ioniq Facelift vielleicht ein ganz klein bisschen leichter ist. Wie auch immer. Jedenfalls, die kommen, nehmen wir das mal so an, die kommen am nächsten Lader an, dann verliert der Facelift wieder 3 Minuten. Das heißt, man bräuchte insgesamt 4 Ladepunkte, bis der alte Ioniq den neuen überholt. Das sind, keine Ahnung, 700 und ein paar zerquetschte Kilometer. Das heißt also, ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Ladekurve so zeigt, dass der bis 50% 55 kW lädt, dann ist der Ioniq Facelift überhaupt nicht langsamer und auch nicht weniger alltagstauglich, sondern eher mehr alltagstauglich, weil die Erstreichweite viel weiter ist. Und das ist mir einfach ein wichtiges Anliegen zu sagen. Man muss also die Ladekurve vom Ioniq genau im Auge halten. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe vergangene Tage mit Jürgen Sangel mal telefoniert. Und für diejenigen, die ihn nicht kennen oder noch nichts von dem gehört hat, der hat unheimlich viele Ioniqs in Deutschland verkauft und ist da so ein bisschen immer am Zahn der Zeit und versucht also auch für uns alle Infos über den Ioniq immer zu besorgen. Bleibt mir nur noch zu sagen, also wir hoffen jetzt einfach mal, dass der eine gute Ladekurve hat, die auch tatsächlich keine Verschlechterung bedeutet. Ich möchte das nur hier mal ausdrücklich gesagt haben, weil mir geht das Ioniq-Bashing wirklich so ein bisschen auf den Zeiger. Dass alle jetzt sagen, oh, Katastrophe, das Auto ist ja nicht mehr konkurrenzfähig und so. Ich sag nur, Leute, wartet ab, wartet auf die Ladekurve ab. Ich bin sehr gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Ich habe es nochmal für spaßeshalber 40 Minuten gerechnet. Da wäre es tatsächlich so, dass nach dem zweiten für 40 Kilowatt gerechnet, also wenn der nur 40 Kilowatt ziehen könnte an der Ladesäule, dann würde der Ioniq Facelift nach der zweiten Ladesäule ins Hintertreffen geraten. Also nach 360 Kilometern in meinem Beispiel. Ne? Das wäre auch noch, das wäre dann tatsächlich nach 360 Kilometern eine leichte Verschlechterung. Aber all diese Rechnungen, und das dürft ihr wirklich nicht vergessen, ist ja wirklich immer unter der Annahme, es gibt HPC-Lader für den alten Ioniq im Idealabstand. Das darf man wirklich nicht vergessen. Also das ist wirklich hier der Idealfall für den Ioniq alt gegen Ioniq neu. Da darf man auch nicht vergessen, dass in Zukunft die HPC-Lader wahrscheinlich, weil sie viel mehr in der Anschaffung kosten, auch teurer sind, auch weil sie schneller laden können, als die 50 kW-Lader. Und dann überlegt man sich natürlich sehr gut, lade ich 50 kW oder lade ich 70 kW, aber für satt mehr Geld, weil ich eben auch diesen Platz letztendlich zahlen muss, den ich einem Porsche oder e-tron oder so wegnehme in dem. Und das sind einfach zahlkräftige Kunden. Da muss man mal gucken, wie das dann letztendlich preislich in Zukunft so wird. Ne? Ob man dann nicht doch wieder eher Richtung 50 kW Lader geht. Und dann hat sich die ganze Rechnung ja schon wieder ad absurdum geführt, weil am 50 kW Lader der Facelift im Prinzip genauso schnell ist. Vielleicht sogar schneller durch den anfänglich höhere Geschwindigkeit. Das möchte ich nur noch mal sagen. Ja, und in Sachen Elektromobilität, wie gesagt, wenig Kobalt, nicht so große Akkus. Jetzt baut Ioniq sowas. Hälfte Material vom Audi e-tron oder Drittel Material vom Audi e-tron und jetzt soll es wieder nicht gut sein. Also das geht mir so ein bisschen auf den Zeiger. Aber gut, ich habe das jetzt ein paar Mal gesagt.
VW gibt es ja jetzt so eine Studie, irgendwie nach 100.000 Kilometern ist das Auto erstmal vom Öko-Rucksack her besser als ein Verbrenner. Beim Ioniq ist es mit Sicherheit wesentlich, wesentlich eher, weil der eben nicht so einen großen Akku hat. Aber warum nicht durch einen kleinen Akku mit wenig Kobalt schon nach 30.000 Kilometern irgendwie besser sein als der Verbrenner und dann danach irgendwie ein Leben lang ohne CO2-Ausstoß fahren. Ne, also das sind alles so Gedanken, die ich mir mache und die ihr euch vielleicht auch mal als Anregung irgendwie mitnehmen könnt oder darüber nachdenken könnt. Das war mir einfach wichtig zu sagen. Fight for Ioniq. Ich bin sehr gespannt, wie die Ladekurve aussieht und wenn die gut aussieht, dann bin ich dabei beim FL. Du musst noch Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss von Adriana, tschüss von Knut und ja, ich bin auf der Liste beim Jürgen. Immerhin ganz weit vorne dabei.